Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Wir haben einen herrlichen Morgen. Herrlich. Und ich werde heute als erstes den Tau abwedeln. Ja, lieber Rasenfreaks, ich nehme jetzt tatsächlich den Rasenrakel von Risisani, den Rasenrakel, um den Tau hier runter zu holen. Und ich muss tatsächlich feststellen, das ist wesentlich sanfter, wesentlich besser für die Gräser als eine Bürste. Und der Rasenrakel verteilt auch wirklich gut die Wurmhaufen. Machen wir mal gleich hier. Ist noch ein bisschen im Schatten. Jetzt ziehe ich erst einmal schnell ganz runter und wieder zurück. Und dann machen wir hier die Fläche. Die Wurmhaufen werden da richtig schön mit verteilt auseinandergezogen. Das seht ihr gleich. Los geht's. Was ich so irre finde, ist, wie das Wasser da rein spritzt. Also das ist unglaublich. Das sieht aus, wie das Wasser da läuft. Und wie viel Wasser da auch drin ist. Wahnsinn, das, also wirklich, das ist wirklich, das ist manchmal richtig Werbung hier für Risisani. Das ist wirklich irre. Dieser Rakel über natürlich eine ganz kurz geschnittene Rasenfläche rübergleitet. Wir sind auf 12 mm, nicht vergessen. 12 mm. Und da rutscht dieses Gitter rüber. Das ist einfach genial. Das hätte ich tatsächlich gar nicht so gedacht. Ich war ja so ein bisschen eingefahren mit meiner Bürste. Dann habe ich doch mal den Rakel rausgeholt. Ich hatte ihn tatsächlich viele Wochen nicht, weil ich ihn verliehen habe. Das habe ich mir wieder geholt und das war eine gute Entscheidung. Da schon Träumchen. Und eben hier, wie er diese Wurmhaufen so auseinanderzieht, ne? Das ist auch echt gut. Immer. Jetzt machen wir nochmal eine Zeitlupe. Ja, die Wurmhaufenaktivität, die nimmt jetzt wieder gewaltig zu. Hier seht ihr mal dieses Wasserspritzen. Das ist Wahnsinn. Es ist auch nur halb so anstrengend mit der Bürste. War das deutlich anstrengender. Ich kann euch noch mal einen Vergleich zeigen. Ich habe das immer hier mit dieser Bürste gemacht. Die ist halt eben sehr viel aggressiver. Die kämmt sehr viel stärker die Gräser hoch. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Vom Prinzip ist es natürlich das Gleiche. Aber der Widerstand ist auch deutlich größer. Ja, sieht man hier ganz deutlich. Ganz deutlich, wie hier das Gras sehr viel stärker hochgebürstet wird. Es kann natürlich auch ganz nützlich sein, wenn man die flachliegenden Gräser hochbürsten will. Aber man sieht, wie viel aggressiver das ist. Und es ist wirklich deutlich anstrengender. Sehr gut. Der direkte Vergleich. Rakel, Bürste. Sehr viel glatter. Und hier werden die Helmchen halt sehr stark hochgebürstet. Das ist natürlich vor dem Mähen nicht schlecht. Vor dem Mähen ist es natürlich gar nicht so schlecht, weil dann der Rasenmäher, der Spindelmäher vor allen Dingen, natürlich die flachliegenden Gräser besser wegschneiden kann. Es gibt immer zwei Seiten. Aber ich muss sagen, der Rakel ist schon ziemlich cool. Eine späte Erkenntnis, aber sie ist auch beim Rasenfreak angekommen. Yeah! Ja, warum ist denn eigentlich dieses Tauabwedeln so wichtig? Wir sehen ja, dass hier das Wasser auf den Halmen drauf liegt. Das Gras ist wirklich nass. Und das Problem ist, dass das Blatt Zucker, also eine Zuckerlösung, nach außen abgibt. Die Gräser transpirieren tatsächlich. Also das meiste Wasser geht nur durch die Pflanze durch und bleibt nicht in der Pflanze drin. Deswegen liegt überall auf der Oberfläche der Blätter liegt Zucker, also Glukose. Und in Kombination mit dem Tau
und natürlich den noch sehr warmen Bedingungen jetzt hier im Spätherbst, ist das eine ideale Nährstofflösung für Pilze. Für Pilzinfektion ist das die ideale Grundlage. Und damit wir nicht Probleme mit Pilzkrankheiten bekommen, muss tatsächlich diese Zuckerlösung, also diese Kombination aus Glucose und Wasser, vom Blatt runter. Und natürlich der zweite Effekt ist, dass wenn man den Tau runterbürstet, das Wasser natürlich auch mehr dem Boden der Pflanze wieder zur Verfügung steht und nicht oben langsam erst über die Sonne verdunstet. Was ich auch so fantastisch finde, nach dieser Tauabwedelung sieht der Rasen sofort dunkelgrün aus. Herrlich, wie grün sofort die ganze Rasenfläche aussieht. Es ist tatsächlich so, dass man es jeden Tag machen muss. Jeden Morgen fahre ich hier rüber, so als Morgensport, als Morgengymnastik, als kleine morgendliche körperliche Ertüchtigung. Fahre ich hier jeden Morgen rüber und wedel einmal den Tau ab. Dann hat man schon seine 1000 Schritte zusammen. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, das tut mir leid. In 2 Wochen jetzt, Mann oh Mann. So, lieber Rahmenfüß, ganz kurzes Video zum Tauabwedeln mit dem Risisani Rasenrakel, der eigentlich für das Sandverteilen gedacht ist. Und weil ich mit Risisani eine kleine Kooperation habe, ist das hier ein Werbevideo. Ihr wisst das alle. Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut in die Beschreibungen. Und schreibt mal eure Erfahrungen, was ihr da so noch vielleicht für andere interessante Sachen mitgemacht habt. Mit dem Rasenrakel. Also ich muss sagen, das war jetzt eine coole Idee. Eine gute Entscheidung, hiermit jetzt den Tau runterzuwedeln. Supi, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.